Hey Leute, was geht ab und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Oder falls ihr neu hier seid, hallo zusammen, mein Name ist Sarah und ich freue mich, dass ihr auf dieses Video geklickt habt. Wie ihr dem Titel nämlich entnehmen könnt, zeige ich euch heute meine persönlichen Winter Essentials. Die sind eigentlich auf jedes Jahr gesehen gleichbleibend. Es sind so ein paar Dinge, wie ich eben versuche, meine Outfits ja spannender zu gestalten in den Jahreszeiten, wo man gefühlt immer gleich aussieht. Und ich hoffe, das Ganze wird für euch hilfreich sein, also bleibt da unbedingt dran. Ich stelle euch die Sachen dann vor und wenn ihr die ganzen Outfits, wie ich euch sie jetzt eben vorstelle, auch gestylt sehen wollt, dann solltet ihr auch auf meinem Instagram-Kanal up to date bleiben. Ich blende euch hier gerne wie immer alles ein. Ansonsten war es das von mir. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video und wir sehen uns später. Gut Leute, der erste Fashion-Hack ist ein gut sitzender Mantel. Entweder man investiert wirklich in Qualität und hat einen Mantel, der einfach ein bisschen hochpreisiger ist, wo man weiß, dass in diesem Geld auch gute Qualität steckt und ihr über viele Jahre dieses Kleidungsstück besitzt. Oder wenn ihr keine Lust habt, 300, 400, 500 Euro für einen Mantel, was ich auch sehr gut verstehen kann, zu investieren, dann solltet ihr unbedingt darauf achten, wenn ihr preisgünstigere Mäntel kauft, dass diese gut sitzen. Das ist nämlich das A und O, um eben diesen High-Class-Look for less dementsprechend zu erhalten. Also ich gehe dem Tipp in meinem privaten Leben auch immer nach. Dementsprechend guckt da einfach nach gutem Material, was natürlich auch ein bisschen wärmer und fester ist. Und ihr könnt diesen Mantel über jedes Kleidungsstück drüber schmeißen. Seid immer schick, egal ob tagsüber oder für die Nacht, wenn ihr ausgeht. Also ein Mantel ist für mich eigentlich das allerwichtigste Winter-Essential. Das nächste Winter-Essential, was ich habe und was sich wirklich über die Jahre sehr bewährt hat für mich, ist eine Aviator-Jacke. Auch hier ist es das gleiche Prinzip wie mit dem Mantel. Wer investiert, wird auf jeden Fall viele, viele Jahre Freude an diesem Kleidungsstück haben. Ansonsten investiert in gute Schnitte. Das ist eben, was ich meine. Meine Jacke zum Beispiel ist von Pretty Little Thing. Das ist ein britischer Online-Shop, der jetzt nicht gerade High-End ist. Ganz normaler Store und ich habe eben darauf geachtet, dass die Jacke etwas größer ist, sodass ich, wenn ich einen Pullover oder was darunter ziehe, keine Probleme habe, dass die irgendwie spannt. Dann ist natürlich bei einer Aviator-Jacke der große, große Vorteil, dass sie euch extrem warm hält. Dafür muss sie nicht mal wahnsinnig krasse Qualität haben, wenn ihr wisst, was ich meine. Sie hat von außen diese Lederbeschichtung, die allgemein schon keine Kälte durchlässt. Zusätzlich ist sie aber von innen auch noch dick gefüttert. Da gibt es jetzt verschiedene Modelle. Meine zum Beispiel ist bis in die Ärmel reingefüttert. Wenn ihr diese umschlagt, seht ihr das auch. Und dementsprechend ein Kleidungsstück, was mich über viele Jahre jetzt warm gehalten hat. Ich glaube, ich habe damals 150 oder was umgerechnet bezahlt. Also für eine Jacke, wo man wirklich viele Jahre was von hat, weil sie auch noch schlicht und zeitlos ist, eigentlich überhaupt nicht der Rede wert. Mein nächstes Winter-Essential sind coole Schals. Ich habe es in meinem letzten Video, das werde ich euch gerne hier oben mal einblenden, schon erwähnt, dass man Schals super gut als Accessoire in einen Look einbinden kann. Zusätzlich dazu, dass sie euch natürlich warm halten, weil sie diesen Zweck nun mal erfüllen. Ich selber habe ein kleines Problem damit, wenn mir Sachen ziemlich nah am Hals sind. Ich kann das irgendwie nicht so ab, sage ich mal. Und deswegen habe ich einen schlichten Schal, den ich eben meistens drüber ziehe, einfach weil er seinen Zweck erfüllt. Der ist einfach schwarz. Und ich habe den auch schon ganz lange, ziehe den immer wieder über, wenn ich wirklich schlimm friere, wenn es auf den Weihnachtsmarkt geht oder irgendwo, wo man lange draußen ist. Ansonsten könnt ihr natürlich coole Statement-Schals, die gibt es schon günstig bei ASOS oder natürlich die bekannten wie Acne oder so weiter. Da gibt es eben diese Schals jedes Jahr, die einfach coole Prints haben. Die könnt ihr eben ganz offen als Schlaufenschals einmal rumgeschlauft hängen lassen und das ist natürlich ein mega cooles Accessoire für euren Look. Allgemein also ein super cooles Fashion Piece, was sich im Winter natürlich mega gut in die Looks kombinieren lässt. Das nächste Accessoire oder mein nächstes Winterstatement, wie ihr hier schon sehen könnt, ist meine Mützensammlung. Ich liebe Mützen, weil natürlich die meiste Kälte über den Kopf verschwindet, beziehungsweise andersrum die Wärme über den Kopf verschwindet und wenn euer Kopf nicht geschützt ist, friert ihr dementsprechend mehr. Also achtet schon im Winter darauf, dass ihr irgendwie euren Kopf oder zumindest eure Ohren bedeckt. Das ist mir persönlich immer sehr wichtig und zusätzlich sind sie ein cooles Fashion-Accessoire, was jedes Outfit etwas aufwerten kann. Und um euch nicht die klassische Beanie alleine zu zeigen, habe ich hier ein paar Varianten mitgebracht, die eben alle denselben Zweck erfüllen und dazu noch in verschiedene Outfit- oder Stilrichtungen reinpassen.
fangen wir an mit eben den klassischen Beanies. Da habe ich jetzt hier zum Beispiel eine beigefarbene Beanie. Wer mich kennt oder meine Videos kennt oder meine Fotos auf Instagram, der wird wissen, dass beige eigentlich meine Hauptfarbe ist. Ich trage super viel helle Kleidung, weil ich das einfach schön finde. Und diese Beanie kommt dementsprechend super oft zum Einsatz. Des Weiteren habe ich hier eine dunkelgraue Beanie. Ich habe, wie ihr seht, relativ dunkles Haar, also ist eine schwarze Beanie für mich weniger von Vorteil als eine dunkelgraue, weil diese sich trotzdem nochmal vom Akzent her leicht abhebt farblich. Und bei dunkleren Outfits tendiere ich dann eher dazu, diese hier zu wählen. Ist genau der gleiche Schnitt wie die beige. Und natürlich werde ich euch wie immer alles unten in der Infobox verlinken. Wenn nicht dieselben Produkte, dann immer eine Alternative. Also schaut auch da gerne immer vorbei. Dann zu einem etwas spannenderen Piece, nämlich dieser Beanie. Die war hier mal von Weekday. Die ist so ein bisschen, ja, hipstermäßig geschnitten, würde ich sagen. Also die hat dieses etwas höhere von der Fassung und ist allgemein ein bisschen, ja, ab Ohrhöhe oder was, hört sich schon auf. Ihr wisst, was ich meine. Das ist eher eine Fashion-Beanie in diesem super coolen Babyblau. Ich fand die Farbe sehr, sehr schön. Mag es, diese Beanie in coole Outfits zu kombinieren und da eben verschiedene Looks rauszuholen. Deshalb habt ihr hier ein Statement, natürlich in jeder Farbe erhältlich. Da habt ihr dann so einen kleinen Farbakzent in diesem doch tristeren Wetter, wo man sich outfittechnisch auch eher schlichter anpasst. Und ein kleiner Farbakzent, der zusätzlich warm hält, kann da eigentlich nie schaden. Dann haben wir ein paar andere Kopfbedeckungen, die genauso den Zweck erfüllen und zusätzlich mega coole verschiedene Stilrichtungen schaffen, wie ich finde. Zum einen haben wir hier diese, ja, Bastmütze heißen die, glaube ich. Diese typischen französischen Mützen sind natürlich super cool, stylisch, gerade aktuell sehr modern. Ich trage super gerne Blazer oder Mäntel, wie ihr ja jetzt wisst. Und da passen solche Mützen immer gut zu. Ich habe jetzt hier die Farbe Schwarz. Ich habe auch so eine in Rot, aber die trage ich seltener. Das ist auch da wieder der Pop of Color, wenn ich irgendwie mal wohin gehe, wo das passt oder was. Dann kann man die schon anziehen. Ansonsten für den Alltag hier diese schwarze. Ja, sieht super cool aus und ist einfach mal was anderes. Dann sind natürlich über die letzten Jahre vor allem diese Fischermütze bzw. Bucketheads, das dürfte eher ein Begriff sein, ja, in den Trend gekommen. Und ich habe mich dem Trend sehr gerne gefügt. Im Sommer trage ich die extrem gerne als Kopfbedeckung, um dem Schatten auszuweichen oder der Sonne auszuweichen, andersrum. Und im Winter eben aus demselben Prinzip, plus sie halten natürlich warm. Wir haben jetzt hier eine Beanie in diesem Teddy-Design, fand ich persönlich ganz cool. Natürlich muss man immer gucken, ob einem das gefällt bzw. steht. Ich trage diese aus dem Grund seltener, weil ich mich da nicht ganz so drin sehe. Aber trotzdem, für gewisse Outfits weiß ich, dass ich immer zu dieser Fischermütze hier tendieren würde und deshalb bin ich froh, sie zu besitzen. Und zu guter Letzt eine klassische Cappy. Auch hier natürlich, wenn man die Haare nicht gemacht hat, super praktisch oder ja, im Alltag, egal ob Sommer oder Winter, ich dachte, ich bringe einfach diese hier auch mal ein. Da gibt es ganz verschiedene Styles, wie gesagt, guckt in der Infobox nach. Mein nächstes Winter Wardrobe Essential sind Lederhandschuhe. Ich selber trage kein echtes Leder, aber ich habe hier eine super coole Fake-Leder-Alternative. Natürlich geht auch durch dieses Material, egal ob echtes Leder oder Fake-Leder, keine Luft oder kein Wind durch. Deshalb habt ihr hier ganz schlichte Handschuhe, die besser warm halten als diese Strickhandschuhe. Deshalb würde ich euch immer so ein Lederimitat über Strickhandschuhe empfehlen. Wer mich kennt, der wird es, ich glaube, euch bluten die Ohren, aber ich muss es einfach wieder sagen, der wird es einfach schon wissen. Statement-Socken sind für mich seit ein paar Jahren nicht mehr wegzudenken, auch jetzt gerade, ich weiß nicht, ob man sieht, trage ich sie. Ich liebe es, Socken ihre Aufmerksamkeit zu geben, die sie eben verdienen. Und ich finde, ich sehe ganz oft Mädels auf der Straße, die knöchelfrei unterwegs sind. Ich habe das, wo ich 14, 15 war, auch gemacht und ich weiß, wie schmerzhaft das ist, weil es super kalt ist. Deshalb versucht doch einfach, eure Socken bewusst in den Look zu integrieren. Dann habt ihr diesen Warmhalteeffekt. Eure Füße werden es euch danken und ja, das Outfit an sich auch, weil es super stylisch und vor allem jetzt gerade sehr modern ist. Dann habe ich ein Wardrobe Essential, das ist nicht direkt ein Kleidungsstück, aber ich dachte, ich bringe es mal ein. Ich interessiere mich persönlich sehr für Düfte und dachte, ich zeige euch mein Essential Winterduft, der eben etwas schwerer ist, den ich gerne im Winter trage. Und zwar, viele werden ihn kennen und ich hoffe auch lieben, so wie ich, ist es Yves Saint Laurent Libre. Dieser Duft, den gibt es in normal, so wie ich ihn gerne trage, und auch in Intense. Ich liebe den Intense Duft.
Ist mir aber tatsächlich zu intensiv, weil ich davon schnell Kopfschmerzen kriege. Daher, wenn ihr dazu neigt, Kopfschmerzen zu kriegen bei so strengen Düften, geht da bei einem normalen Libro vor oder eben eurem winterlichen Duft. Für mich ist es zumindest dieser und wird es auch damit ganz, ganz lange bleiben. Das nächste Essential, dachte ich, bringe ich, egal wie offensichtlich es ist, mal ein. Und zwar Strumpfhosen bzw. Leggings. Ich würde euch vorschlagen, ihr schaut wirklich bei meinem letzten Video vorbei. Da erkläre ich nämlich die verschiedenen Arten von Leggings und Strumpfhosen und wie sie euch eben warm halten, ohne danach auszusehen, als wären sie so dick. Also will ich gar nicht spoilern, sondern klickt hier oben unbedingt mal rein. Dann kommen wir zum Thema Layering. Das ist natürlich etwas im Winter, was überhaupt nicht wegzudenken ist. Angefangen meiner Meinung nach bei schlichten T-Shirts. Ich selber trage, wie jetzt gerade, eigentlich immer ein schwarzes oder auch weißes T-Shirt, habe ich immer in meiner Garderobe. Für mich wäre es jetzt super easy, daraus einen Winterlook zu machen, eben mit einer dickeren Strumpfhose. Die Socken würde ich anlassen über der Strumpfhose, den Rock könnte ich anlassen, dann dieses T-Shirt und ein Cardigan oder Blazer oder dicken Pulli drüber und ich habe trotzdem die Nieren gewärmt durch dieses T-Shirt, also wenn ihr schlichte T-Shirts habt, tragt sie unbedingt immer unter euren Klamotten oder als Fashion Piece. Dann ein Winter-Essential von mir, was ich auch seit vielen Jahren nicht missen möchte. Und zwar ist mein Tipp, investiert in einen guten Pullover. Und meiner zum Beispiel ist von H&M, aber ich weiß noch, dass dieser auch, ich glaube, 150 Euro oder was gekostet hat. Also egal, woher ihr ihn bezieht, ist ja auch egal, wie viel er kostet. Guckt einfach, dass die Qualität stimmt, sodass ihr da keine Faden ja rausgezogen habt oder was und ihr einfach gute Mode tragt, die eben auch zeitlos ist. Also wenn ihr nach einem Pullover schaut, der vielleicht eine Investition wert ist, geht auf jeden Fall nach schlichten Farben, weil da habt ihr ganz lange was von. Das nächste Winter Essential sind Chunky Boots. Ich möchte sie auch nicht mehr missen. Meine sind auch von Pretty Little Thing, die gibt es aber überall. Ich verlinke sie unten. Und der Sinn dahinter ist für mich eigentlich nur, dass dieser Abstand zum Boden und dementsprechend zur Kälte durch dieses Plateau eben, ja, ausgedehnt wird, sodass ihr keinen Bodenkontakt habt und dementsprechend, egal welche Qualität der Schuh hat, ob jetzt ein Doc Martens Schuh oder eben einer für, ich glaube, 50 Euro oder was, den ich besitze, macht keinen Unterschied, weil ihr habt diesen Kontakt nicht und dadurch frieren eure Fußsohlen nicht ab. Dann ein weiteres Layering Piece. Ich habe ja gerade beschrieben, wie ich dieses Outfit, was ich gerade trage, wintertauglich machen würde. Und unter anderem wäre das durch einen Blazer. Ein Blazer ist immer eine super Möglichkeit, um schick auszusehen. Wenn ihr zum Beispiel essen geht, müsst ihr diesen nicht, weil er keine Jacke ist, technisch gesehen, ausziehen. Und ihr könnt darüber noch irgendwie einen coolen Mantel oder eine Jacke oder was werfen und seid stylisch unterwegs. Und er wärmt natürlich zusätzlich, weil er genau diesen Jackeneffekt auch mit sich bringt. Das gleiche gilt für ein gutes Hemd. Das könntet ihr zusätzlich noch unter dem Blazer ziehen, sodass ihr auch hier wieder eine weitere Lage habt. Ist dasselbe Prinzip, ich brauche mich gar nicht wiederholen. Dann finde ich persönlich sehr wichtig, weil ich liebe es natürlich auf der einen Seite, mich wirklich schick zu machen und ja, gestylt vor die Tür zu gehen. Wenn ich aber zu Hause bin, möchte ich eine Jacke haben, am besten mit einer Kapuze, die wirklich entspannt und gechillt ist. Und da kann ich euch diese Jacke, die ich hier von Weekday erst ergattert habe, unbedingt empfehlen, weil sie super cool ist. Ich habe sie in der Größe L bestellt, ich verlinke sie euch unten. Dann habe ich mir, ich glaube, im Spätsommer, also tatsächlich noch gar nicht in der Saison, ein Strickkleid gekauft. Das war bei Mango und auch die kosten dann meistens ein bisschen mehr, aber da habt ihr eben was von. Und der Vorteil bei Strickkleidern ist, zusätzlich dazu, dass sie eben schick sind, sodass ihr damit abends in ein Restaurant oder auf eine Party oder was gehen könnt, wo ihr eben tendenziell frieren würdet in einem anderen Kleid. Da habt ihr eben die Wärme und habt trotzdem dieses schicke Kleid oder diesen Effekt von einer Abendgarderobe. Dann ein Tipp, der wirklich für mich sehr wichtig geworden ist, weil ich ihn gar nicht bedacht habe. Natürlich ist man auch am Handy im Alltag und dann sind, wie ich erwähnt habe, diese Lederhandschuhe natürlich eine super Sache, um zu wärmen, aber sie sind weniger praktisch. Und deshalb habe ich es mir auch angeeignet, die Taschen, die ich besitze, immer so zu kaufen, dass sie auch eine Verlängerung dabei haben, dass ich mir die Tasche also auch umbinden kann, anstatt sie als Handtasche zu tragen. So habe ich die Hände frei, kann sie in die Jackentasche stecken, ergo ich friere nicht an den Händen. Dann ein Essential, was eigentlich für mich eher untypisch ist, weil ich habe ziemlich schlechte Augen und ich trage sowas seltener, aber im Winter ist auch eine Sonnenbrille von Relevanz.
Wie gesagt, ich muss mich selber immer daran erinnern, ich greife nicht immer nach Sonnenbrillen, wie viele andere bestimmt. Aber im Winter solltet ihr auch eine Sonnenbrille parat haben. Egal wie kalt es ist, kann natürlich die Sonne auch sehr stark scheinen. Es gibt ja diese klare Kälte, wo die Sonne extrem hell scheint. Also habt da auch immer eine coole und zeitlose Sonnenbrille parat. So Leute, das waren sie, meine Winter Essentials. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und vor allem hoffe ich, dass es hilfreich für euch war, um eben dieses Problem des Winters zu umgehen, wie ich es beschrieben habe, dass man einfach gefühlt immer gleich aussieht, weil man seine paar Jacken sowieso über jedes Outfit schmeißt. Durch Sachen wie kleine Accessoires oder Statement-Schals, Statement-Socken, alles, was ich beschrieben habe, pimpt es natürlich das ein oder andere Outfit auf und ich hoffe, dass es bei euch auch so rübergekommen als Tipp. Dementsprechend hinterlasst mir doch gerne ein Feedback auf dieses Video. Ich würde mich sehr darüber freuen. Also hinterlasst gerne einen Kommentar, wie ihr das Video fandet oder was ihr euch in Zukunft für Videos von mir wünscht. Dem gehe ich auch gerne nach. Natürlich auch gerne einen Daumen nach oben auf dieses Video und vergesst natürlich nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Da werdet ihr in Zukunft dann immer fashion-technisch up-to-date von mir sein. Ich hoffe, darauf habt ihr Lust. Ich freue mich zumindest und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.